Bald steht Weihnachten vor der Tür und wie jedes Jahr zünden wir die Kerzen auf dem Adventskranz an und schmücken zusammen den Weihnachtsbaum. Aber wie feiern eigentlich andere Religionen Feiertage? Emilia ist 20 Jahre alt und Jüdin. Was bedeutet es für sie eigentlich, Jüdin zu sein? Für mich persönlich heißt es jüdisch sein, in einer Gemeinschaft zu leben, in der man sich wohlfühlt und in der die Leute das gleiche Interesse haben wie du selbst und die gleiche Vergangenheit auch haben und gemeinsam auch für die Zukunft leben. Heute macht sie sich hübsch für das Lichterfest Chanukka. Es ist eines der wichtigsten Feste im Judentum. Am Chanukka-Fest mag ich sehr gerne, dass es ein Fest ist zum Feiern, weil auch ein Wunder geschehen ist in der Vergangenheit des jüdischen Lebens. In der Synagoge beim Gebet ist es so, dass die Männer getrennt sind von den Frauen. Normalerweise ist es so, dass die Männer unten sind und die Frauen oben. Bei uns in der Gemeinde ist es so, dass die Frauen meistens links sind und die Männer meistens rechts. An Chanukka ist es so, dass wir gemeinsam die Kerzen zünden an der Chanukia. Das ist ein achtarmiger Leuchter. Wir zünden jeden Tag an Chanukka eine Kerze mehr an. Das symbolisiert die 8 Tage vom Wunder von Chanukka. An Chanukka wird die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels gefeiert. Im Tempel wurde zur Feier ein Leuchter angezündet, der auf wundersame Weise 8 Tage lang brannte, obwohl nur für einen Tag geheiligtes Öl vorhanden war. Das ist auch der Grund, warum das Lichterfest 8 Tage lang dauert. Es wird gesungen, gelacht und Geschenke werden übergeben. Traditionell isst man Chanukka Berliner, Kartoffelpuffer und Pfannkuchen. Alles in Öl gebratene Speisen.